Schadenfreude hat die Funktion, dass man jemanden, dem man eigentlich schaden möchte, den Schaden nicht zugefügt hat, den man gerne zugefügt hätte und sich deswegen freut. Die Freude besteht darin, dass dem anderen das geschehen ist, was man ihm gerne zugefügt hätte, aber man hat sich die Finger nicht schmutzig gemacht. Ich bin kein Fußballfan, aber es gibt dann schon Fußballfans, die sich freuen, wenn der Gegnerclub verliert. Darf man das, sich freuen über den Schaden eines anderen? Naja, es gibt ja dieses urdeutsche Wort der Schadenfreude, das im Englischen auch ein Fremdwort ist. So wie Kindergarten haben wir leider auch die Schadenfreude ins Englische gebracht, was ein amüsanter Ausdruck ist. Aber es ist natürlich ohne Frage klar, dass Schadenfreude eine Form von Aggression ist. Also Schadenfreude hat die Funktion, dass man jemanden, dem man eigentlich schaden möchte, den Schaden nicht zugefügt hat, den man gerne zugefügt hätte und sich deswegen freut. Die Freude besteht darin, dass dem anderen das geschehen ist, was man ihm gerne zugefügt hätte, aber man hat sich die Finger nicht schmutzig gemacht. Insofern ist natürlich Schadenfreude nichts anderes als eine bestimmte sublimierte Form von Kriegsverhalten. Und da muss man sich fragen, wie kriegerisch will man sein? Das heißt, wenn ich darf mich nur freuen, wenn es zu meinem eigenen Nutzen ist, zu meinem eigenen Vorteil und nicht zum Schaden des anderen, oder? Das scheint mir ganz klar so zu sein. Also Freude ist ja eigentlich eine Emotion, die man auch meint, nur haben zu sollen, wenn etwas Gutes eingetreten ist. So. Nun kann der Schaden einer anderen Person für einen selber etwas Gutes sein, es bleibt aber immer ein Schaden. Wenn ich also mich frage, soll ich etwas tun, muss ich mich immer fragen, wie wäre es denn, wenn ich der andere bin? Das verbirgt sich hinter so berühmten Dingen wie der goldenen Regel, dass man niemandem was zufügen soll, was man nicht selber gerne erleiden möchte. Und bei der Schadenfreude ist es nun umgekehrt. Da wünscht man jemandem einen Schaden, den man sich selber nicht wünscht. Zum Beispiel, dass das Team des anderen verliert. Hast du dich schon mal Schaden gefreut, kann man nicht sagen? Hast du dich schon mal über den Schaden eines anderen gefreut? Das schon, aber ich halte Schadenfreude sozusagen für nicht vornehm genug. Ja? Also wenn man sich am Schaden anderer freut, dann hat man nicht genug Positives, über das man sich freuen kann. Insofern ist Schadenfreude so ähnlich wie Neid, also etwas, was man empfinden kann. Aber wenn man merkt, dass man es empfindet, dann sollte man eigentlich schon aus Vornehmheit sich selber gegenüber versuchen, diese Empfindung abzubauen. Es ist keine edle Haltung.